Besuch im Kunstlager des Center for Military History in der Nähe von Washington D.C. Hier verwahrt die US-Armee deutsche Kunst, die Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg in Gewahrsam genommen haben. This particular piece is a very well-known propaganda piece. Das ist ein sehr bekanntes Propagandawerk von Hubert Lanzinger. Es zeigt Hitler in einer Ritterrüstung. Das soll die lange Geschichte der deutschen Rasse betonen und sie mit dem Mut und den Charakterstärken eines Ritters in Verbindung bringen. Other qualities of medieval knights. Diese Stelle hat ein amerikanischer Soldat mit seinem Bajonett zerstört, nachdem das Bild gefunden wurde. Damit wollte man ein Zeichen des Sieges setzen. Spezialisierte Armeeeinheiten machten sich nach Kriegsende auf die Suche nach Werken, die die Nazis versteckt hatten. Sie sollten Raubkunst finden und NS-Propaganda sicherstellen. Dabei hinterließen die Soldaten Spuren. This head was found at the Eagle's Nest and dieser Kopf wurde auf dem Obersalzberg gefunden. Unter diesem Band kann man eine große Kerbe sehen, die wohl bei einem Sturz entstanden ist. Am Gesicht sind Kratzspuren und der Kopf war sehr schmutzig, als er hier ankam. Am Hals hat er eine Art Wachsspur, als sei er mit dem Stiefel getreten worden. Hier hatte mal jemand Dummkopf hingeschrieben. Und auf die andere Wange wurde ein obszönes Bild gemalt. Rund 9000 Werke aus der NS-Zeit haben die Amerikaner beschlagnahmt. 1979 verlangte die Bundesrepublik die Herausgabe der Kunst. Doch der US-Regierung war das zu brisant. Man hat entschieden, dass auf Grundlage des Potsdamer Abkommens bestimmte Werke einbehalten werden müssen, die zu propagandistisch sind. Dafür hat man vier Kriterien entwickelt, die man an diesem Bild gut nachvollziehen kann. Es zeigt Hitler, außerdem werden Nazi-Symbole abgebildet, in diesem Fall das Hakenkreuz. Und es ist Propaganda, weil der Titel des Bildes Hitler mit Johannes dem Täufer gleichsetzt. Außerdem hatte man die Befürchtung, dass diese Bilder Neonazis anziehen könnten. Ich glaube aber, mit der Zeit wird man diese Kunst weniger als Bedrohung und dafür eher als historische Werke betrachten. Wann die USA bereit sind, den Deutschen die Propagandastücke zurückzugeben, ist unklar. 456 Nazi-Werke bleiben sicherheitshalber im Kunstlager der US-Armee.